Okay, das haben wir auch. Die Geschichten sind aber tatsächlich ziemlich cool. So, Eugen kriegt. Ganz ehrlich, kriegst du auch nochmal wieder kritische Trefferrate, wa? Ich dachte, du wirst, was hohe Konzentration bedeutet. Naja, kritische Trefferrate. Du bist ein Crit, du bist ein Scharfschütze, also musst du Crit kriegen. So, die anderen werde ich jetzt aber erstmal tatsächlich ein bisschen ignorieren. Weil das sonst viel zu viel wird, was wir da machen müssen. Weil das ist nämlich immer noch ganz schön viel. Und da brauchen wir die Stats nicht so unbedingt. Die brauchen wir eher an unseren Leuten. So, haben wir noch irgendeinen Quest, den wir machen können? Naja, wenn denn auf der anderen Insel. Besiege den Goblin-Krieger. Das haben wir schon geschafft. Wisst ihr was? Wir machen jetzt nochmal die beiden Quests hier. Dafür kriegen wir Kampferfahrung und irgendwas anderes. Ein Kopfschmuck. Nein, das ist ja Wahnsinn. Kopfschmuck. Ja, komm. Was soll der Geiz? Ich habe aber, ich musste sagen, Eugen war aber auch cool zu spielen. Musste ich einfach mal sagen, der war tatsächlich ziemlich cool zu spielen. Auch wenn ich sehr unbeweglich war. Aber wenn die anderen den Schaden nehmen, dann kann man die ganze Zeit schießen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Gegen den haben wir ja schon mal gekämpft. So, aber jetzt sind wir wieder unser Sensen-Dude. Jetzt gibt's wieder auf die Fresse. Step up! You reap what you sow! I'll cut you all down! I bind you! Lay it on! You got it! Let's go! We put some effort into that one. Kein Linkangriff. Das ist cool, dass er so langsam wird, wenn wir ihn verlangsamen. Oh mein Gott, er overdreift. Aua, er verprügelt uns. Ich versuch trotzdem ein bisschen ranzugehen an den, ne? Angriff. Cover fire like yours. It's yours whenever you need it. You can't stop fear. I won't waste this. This is going to get ugly. But stay cautious. Thanks. Battalions of fear! You reap what you sow. Oh, you want to play? Try and stack to it. Okay, jetzt kriegen wir langsam auf die Fresse. Jetzt ist er tot. Hat aber auch echt lange gedauert, bis uns lebenstechnisch ein bisschen knapp wurde. Aber gut, mit 1600 Leben oder 1700 Leben, was er hat, ist er schon. Ja. Ich nehme eine große Kiste, wobei ich glaube, wir können beide mitnehmen. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall ein Helikopter. Ich mag den Spiel. Der gefällt mir sehr. Wir müssen doch nur, wir müssen der MVP sein, also bitte. Ich war so ein harter Hund. Alter, haben wir viele Punkte gemacht.
Was ist denn passiert? Nebenziele? Oh, wir haben so ein... Werde in einer Minute fertig. Das ist aber auch Wunschdenken, wa? Aber wir haben fast die beste Punktzahl bekommen. Das heißt, wir kriegen garantiert dann gute Sachen oder so. Also gehe ich mal jetzt so von aus. So, nach Insel. Da müssen wir wieder. Ne, wir müssen hier. Okay, machen wir jetzt noch den hier, dann haben wir das auch und dann. Dann haben wir die Quests auch erstmal wieder erledigt. Falsche Taste. Dann haben wir die Quests erledigt und dann können wir tatsächlich mal mit der Hauptaufgabe weitermachen. Ich bin schockiert. Mit der Hauptaufgabe? Ach nein. This will be a nice warm-up. Wir sind so ein Angeber. Hey, there's enemies on the way. We can't let them trash the hallowed ground. Feed them down. Feels nice. Looking good. One more. Take that. So, wenn ich wüsste, wo lang? Looks like we've got guests. Aber ich glaube, das ist einfach Arena-Kampf. Oh, das wollte ich gar nicht. Naja, so sind wir auf jeden Fall tot. Find schön, dass wir immer wieder den geheiligten Boden hier nutzen können. Der ist voll cool, der Typ. I won't waste this boon. Don't let them escape. Coming right up. Good job, crew. We got them good. It's over. Too hot to handle. Good work. Keep it up. Siege Gegner mit Wurfobjekten. Habe ich hier irgendwo Wurfobjekte? Ich sehe ja nicht mal mehr Wurfobjekte. Ach, da. Warte. Ein Werfing. Ja, kannst du haben. Ein. Null. Stay focused. Great. Nice work. Focus up, Theo. I can do this. Battalions of fear. Looking good. Come if you dare. Das war ja nicht getroffen. Gebe ich zu. So, gibt's hier noch Wurfobjekte, die ich werfen kann? Oder sind die jetzt alle tatsächlich explodiert da hinten? Hast du noch 60 Sekunden? Oh Gott, wir müssen uns ja tatsächlich noch beeilen. Ah ne, wir müssen bestimmt. Ist das sowas? Aber, Alter, okay, die verprügeln uns gerade. Well done. Don't let them escape. Battalions of fear! Step up! I'll cut you all down!
souls! Temper this blade! Now fall! Captain! Watch and learn! Tempest Blade! Ha! Eo! Yep! Bring it off! Looking good! Wigan! Oh yeah! That's a good Kenona! Giant is one! Tide of Chaos! Alter, ich sehe ja eigentlich nur immer was explodieren. Nein, den wollten wir doch noch besiegen hier. Naja, das mit den Wurfobjekten habe ich nicht geschafft, aber die sind ja auch irgendwie zerklatscht, die Wurfobjekte. Haben wir trotzdem sehr gut gemacht. Betrete nochmal den gereinigten Böden. Bin ein Knurräffchen. Come if you dare. That's that. Meine Güte, das ist aber nicht viel, was wir hier schaffen. Naja. Auf A sind wir gekommen. Naja, gut, na gut, na gut, na gut. Level up ist Level up, alles gut. Gut gemacht. Gut gemacht, wir haben das. So, das waren die Quests. Was ich jetzt nochmal ganz dringend gucken muss, sind unbedingt nicht Fähigkeiten, sind Meisterschaften, so. Da wird ein Schuh draus. Verbessere deine Waffe weiter, indem du MSP für deine Werteverbesserung ausgibst. Erworbene Boni bleiben aktiv, auch wenn du eine ausgerüstete Waffe wechselst. Also es gibt mehrere Waffen. Okay, ich würde jetzt gerne auf Versage gehen. Okay, was haben wir hier? Sammeln? Ach so. Ah, erhöht die LP? Ja, warum nicht? Gar nicht mal schlecht. Not bad. Und es gibt mehr Waffen. Gut, alles klar. Bist du schon voll ausgelevelt oder was ist hier los? Meine Güte. Oh. Erstmal Angriff. Angriff ist nämlich die beste Verteidigung, habe ich gehört. Ja. Yeah. Und da wir echt viele Punkte haben. That's effective. Okay. War für die anderen ist das denn auch gelevelt? Nee. So, Eugen haben wir noch gar nicht gelevelt. Eugen würde ich jetzt auch nochmal leveln. Dass der auch nochmal ein bisschen was kann. Weil wir nehmen Eugen mit. Eugen ist eine coole Socke. Also nehmen wir ihn ein bisschen mit. Klar kann es natürlich sein, dass wir andere auch dann irgendwann mitnehmen. Aber Gegner vergiften ist schon viel wert. Yep, that'll do. Learn me something good. So, gleich noch ein bisschen auf Verteidigung. Dass er auch noch ein bisschen mehr lebt. Ist wichtig. Old dogs do learn new tricks. Alter, finde das doch, ist aber auch langwierig gemacht. Lovely. Also kriegt er wenigstens eine LP dazu. So, was ist das? Feuert eine Kugel ab, die LP von Verbündeten im Aufprall. Ja, Heilung, danke. Heilung nehme ich gerne mit. Alles, was mich heilen kann, bin ich froh drüber. Wer weiß, wie hart das alles nachher noch wird. Love it. Wir sind aber auch erst beim Skillbaum, erst bei 15% und ich habe das Gefühl, ich gebe hier alles aus. Aber jetzt gebe ich sowieso alles aus. Ah, geht nicht mehr. Frech.
Naja, er hat ordentlich LP dazu bekommen. Nur Case ist hier irgendwie noch eine Pfeife. Naja gut, der hat noch nicht so viel LP. Hier müssen wir auch noch ein bisschen. Was ist das? Gewährt dem Anwender und nahverbündeten Schadensverringerung. Also Case ist hier eigentlich so der Buffer. Das ist der Tank. Magierheilung und Fernkampfheilung. Oder? Finde ich auch. Heilen die Kugel hat er drinne. Der hat noch nichts weiter. Auch keine weiteren. Okay. Cool. Du hast jetzt die Trophäe erhalten. Du erhältst hier die Trophäe und da eine Trophäe. Hier, nimm diese Trophäe. So, Schicksalsdinger gibt es nichts Neues. Müssen wir auch nochmal anklicken, denn ist das weg. Und die gucken wir uns denn deck. Vielleicht gucken wir uns auch die erst am Ende an. Ich weiß nicht, was die für Charakterstufe 20 oder höher. Achso, jetzt sehe ich, was sie brauchen. Steht doch auch da. Komm in der Hauptstory voran. Ja, gut, das ist, ne? Charakterstufe 20, komm in der Hauptstory voran. Komm in der Hauptstory voran, Junge. Komm in der Hauptstory voran, Mensch. Schön. Wir müssen jetzt erstmal Hauptstory machen. Als andere haben wir ja wohl scheinbar geschafft. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen overleveled sind, weil wir so viel gemacht haben. Aber Hauptstory. Okay. Oder na, nicht okay. Wir müssen Feierabend machen. Das Kind muss gleich aus dem Kindergarten mitgenommen werden. Und dann können wir nochmal ganz kurz hier gucken. So, lohnt sich das jetzt, die Waffe so hart aufzuschmieden? So hart zu verbessern? Weil im Endeffekt, wir finden neue Waffen. Sind die dann stärker? Wie läuft das ab? Andererseits ist es auch doof, wenn wir das nicht machen, ne? Dreieck, glaub ich, mit Viereck Autostufe. Success. Wir können ja alle mal einen abbringen. Nein, wir noch nicht. Ayo. Nein, nicht. Können wir auch, glaube ich, gar nicht. Wo bist du schon? Gut, dann sind die Waffen wenigstens schon mal Level 10. Dann haben wir das wenigstens schon mal gemacht. Unsere Waffe ist Level 20. Nee, unsere Waffe ist irgendwann mit Level 67. Ich weiß es gar nicht. Es wirkt alles ein bisschen overpowered, aber das kriegen wir schon hin. So, ich verabschiede mich jetzt aber erstmal. Das war jetzt sehr questlastig. Beim nächsten Mal geht es dann mit der Hauptstory. Was will die denn jetzt schon wieder? Warum hat die ein Ausrufungszeichen? Und warum habe ich diesen Quest noch nicht angenommen? Oh, sie will Pflastersteine. Also wenn ich dir was geben kann, dann ist das Pflastersteine. Ehrlich. Hier, bitte, hast du. Danke. Pflastersteine. Ach, ich tausche Chat. Ach so, deswegen. Sind die nur zeitlich da? Ach so. Ach, Pro-Mitgliedskarten wären natürlich sehr schön, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie wir die bekommen. Wir finden es aber bestimmt irgendwann mal. So, sonstige Nebenquests kann ich jetzt nicht abgeben, ne? Wir haben noch das hier. Verkohltes Holz. Ja, weiß ich nicht. Und ein Golemfinger. Meine Tage als berühmter Schatz. Ich weiß nicht, wo wir den Golemfinger finden. Wir finden schon mal irgendwann bestimmt irgendeinen. So, jetzt aber wirklich Feierabend. Ich verabschiede mich erstmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann gehen wir definitiv in die Hauptstory. Versprochen. Jetzt noch ein Hüpfi. Und ich kann auch noch ein Hüpfi und mich drehen dabei, weil ich ein Helikopter bin. So, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.